Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es türkischen Bohneneintopf. Das ist wirklich sehr, sehr einfach zuzubereiten und dazu auch noch sehr, sehr lecker. Und nun wünsche ich euch noch viel Spaß beim Zuschauen und jetzt geht's auch schon zur Zubereitung. Mit der Zubereitung beginnen wir schon am Vortag, das heißt am Abend. Und zwar geben wir dazu 4 Becher Bohnen in einen großen Topf. Mein Becherinhalt ist wieder 200 Milliliter. Und dazu geben wir noch heißes Wasser drüber, und zwar gekochtes Wasser. Und wir geben so viel rein, dass die Bohnen davon voll bedeckt sind und auch noch einen ganzen Finger darüber hinaus in die Höhe. Anschließend den Deckel drauf geben und über Nacht dann stehen lassen. Am nächsten Tag könnt ihr sehen, dass die Bohnen das Wasser aufgesaugt haben, also dicker geworden sind. Nun fügen wir jetzt in unseren Topf noch zusätzlich 5 Becher Wasser. Mein Becherinhalt ist wieder 200 Milliliter. Jetzt gebt ihr euren Topf auf den Herd, stellt den Herd auf die höchste Stufe und wenn die Bohnen dann anfangen zu kochen, dann stellt ihr den Herd auf die mittlere Stufe und kocht die Bohnen so lange, bis sie fast gar sind. Während die Bohnen jetzt köcheln, geben wir in unsere Pfanne ca. 5 Esslöffel Öl, es könnte Rapsöl sein, und geben dazu, ich habe jetzt hier Rindergulasch genommen, 500 Gramm Rindergulasch und braten das so lange, bis es braun wird. So, wenn unser Gulasch dann braun geworden ist, geben wir dem noch eine grüne Paprika hinzu, die wir in Würfel schon geschnitten haben, und eine große Zwiebel, die wir auch schon in Würfel geschnitten haben. Das Ganze braten wir dann so lange miteinander, bis die Paprika leicht weichlich geworden ist. Jetzt gebt ihr bitte 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Mittlerweile wisst ihr bestimmt, dass ich Peperoni-Mark-Fan bin. Also ich habe wieder einen Teelöffel davon reingegeben. Wenn ihr es mögt, könnt ihr es auch machen. Wenn nicht, lässt ihr es sein. Jetzt geben wir noch 100 ml kaltes Wasser hinzu und verrühren das Ganze miteinander so lange, bis sich alles schön miteinander vermischt hat. Und dann ist auch schon die Soße fertig und dann nehmen wir unsere Pfanne vom Herd und dann stellen wir den Herd auch schon aus. So, die Bohnen sind jetzt fast gar. Ich zeige euch nochmal jetzt, wie das aussieht. Und wenn es in diesem Zustand ist, dann ist es jetzt soweit. Diese ganze Masse, die wir eben gerade bereitet haben mit der Soße, geben wir dann einfach rein, verrühren es ordentlich miteinander und lassen es noch circa 15 Minuten köcheln. Aber zuvor müssen wir noch die Gewürze natürlich reingeben, die ich vergessen habe zu sagen. Ich habe jetzt Salz nach Geschmack genommen, bisschen schwarzen Pfeffer, bisschen Curry. Dann hatte ich noch so ein Gewürz für Fleisch. Und dann habe ich noch Zitronengranulat. Davon habe ich wirklich nur ganz, ganz wenig benutzt. Wenn ihr kein Zitronengranulat zu Hause habt, dann nehmt ihr einen Schuss von der frischen Zitrone, aber wirklich nur ganz, ganz wenig. So, nach circa 15 Minuten ist unser Bohneneintopf auch fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei bei dem Video und es hat euch gefallen. Und wir würden uns gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert doch kostenlos unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hoffentlich. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.